Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Erstes Fun-Arena-Drachenfest in Kisdorf. 3 Tage Fußballspaß in Kaltenkirchen. Die schönsten Rosen der Welt in Sparishoop. Oldtimer-Treffen im Stadtpark Norderstedt. Und Umfrageergebnisse Leben und Einkaufen in Neumünster. Das Stadtmagazin TV wird präsentiert von LZ Automobile, Ihr kompetentes Autohaus in Schleswig-Holstein. Der Verein Hennstedt-Ulzburg bewegt veranstaltete am 12. und 13. Juli das erste Fun-Arena-Drachenfest. Die Kleinsten konnten am offenen Lagerfeuer Stockbrot backen, bei der mittelalterlichen Schwertschau zuschauen oder auf der großen Strohburg als echte Piraten spannende Abenteuer erleben. Alle Oldtimer-Freunde versammelten sich am 13. Juli an der Promenade des Stadtparks Norderstedt. Dort konnten sich die Automobilliebhaber, die ein Motorrad, ein Auto oder einen Traktor bis Baujahr 1980 besitzen, über Neuigkeiten austauschen und fachsimpeln. Die gut besuchte Veranstaltung wurde vom Veteranenfahrzeugverband organisiert. Unter dem Motto Tag der Weltmeister lud der Lions Club in Norderstedt am 13. Juli zum ersten Tag des Lions Club ein. Musikacts wie zum Beispiel Bernie und die Tritop und Flashback sorgten für beste Stimmung bei den Besuchern. Als besonderen Gast begrüßte der Lions Club in Norderstedt Krabbenpool-Weltmeisterin Heidi Hengst aus Büsum. Im Mattes Dentallabor in Hennstedt-Ulzburg erhalten Sie eine individuelle Beratung zum professionellen Zahnersatz. Wiebke Mattes ist Ihre Ansprechpartnerin für moderne Dentaltechnik von A wie Aufbissschienen bis Z wie Zirkonoxidkeramik. Im Sommer 2013 führte das City Management Neumünster eine Umfrage zum Thema Leben und Einkaufen in Neumünster durch. Nun wurden die Ergebnisse der Umfrage ausgewertet. City Manager Michael Keller erklärt. Insgesamt haben wir durch die Auswertung aller Grafiken, das sind insgesamt über 88 Einzelgrafiken, eigentlich ein sehr, sehr gutes Feedback und eine gute Analyse daraus bekommen. Eines zum Beispiel ist die Veranstaltungsvielfalt, die in den letzten Jahren, so hat der Befragte das bewertet, mit über 56% als besser bewertet wird. Auch der ÖPNV wird durchschnittlich mit gut bewertet. Und darüber hinaus haben wir eine Frage gestellt, ob das DOC zur Attraktivierung der Stadt Neumünster beigetragen hat. Und auch hier mit über 61% hat der Besucher bzw. der Befragte das als positiv bewertet. Die Ergebnisse dieser Umfrage dienen vor allem als Bestandsaufnahme und bilden eine wichtige Grundlage für die weitere Arbeit des Stadtmarketings. Am 15. Juli konnte der Spatenstich für die Erschließung des neuen Baugebietes in Bad Bramstedt durchgeführt werden. Klaus Götzsche, Geschäftsführer der LEG Entwicklung GmbH, begrüßt die Anwesenden. Das müsste eine eigene Idee sein, hier weiterzumachen. Bad Bramstedts Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach freut sich auf den Beginn der Bauarbeiten. Ja, hier entsteht der nächste Teil einer Bebauung entlang der Bümüller Straße, etwa mit 3,8 Hektar, die Sie hinter mir sehen, die bebaut werden sollen. Wir nennen das Ganze am Alten Kurpark, weil wir hier direkt in der Nähe des sogenannten Alten Kurhauses, also des Ursprungs der Bad Bramstedter Kuranlagen des Heilbäderwesens stehen. Und es ist ein wunderschönes Gebiet, weil es einerseits eben sehr naturnah ist. Mit wenigen Schritten ist man direkt an der Au.
Aber es ist gleichzeitig auch sehr innenstadtnah an der AKN-Haltestation, an der Ortsumgehung dran, sodass also es eigentlich ein idealer Platz ist für junge Familien, sich hier niederzulassen. Es ist geplant, noch in diesem Jahr mit den ersten Hochbauten zu beginnen. Drei Tage lang Fußballspaß. Vom 13. bis 15. Juli veranstaltete die Fußballabteilung der Kaltenkirchener Turnerschaft in Zusammenarbeit mit Dodenhof das Jugendfußball-Sommercamp. Zusätzlich zu den praktischen Trainingseinheiten wurde den Kindern Wissenswertes über Gewaltprävention und Ernährungslehre nähergebracht. Alle Teilnehmer und Fußballbegeisterten sind sich einig, das Dodenhof-Fußball-Sommercamp soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Am 12. Juli veranstaltete die Homosexuelleninitiative den zweiten Christopher Street Day auf dem Großflecken in Neumünster. Stadtrat Günther Humpe-Wasmuth und Dr. Birgit Malecha-Nissen von der SPD begrüßten die Besucher. Hier und heute können wir ein klares und freies Bekenntnis zu einer bunten und vielfältigen Gesellschaft ablegen. Ein besonderes Highlight war die große Regenbogenflagge am Rathaus. Am 12. und 13. Juli konnten Besucher nicht nur die Rosenvielfalt von Wekordes Söhne in Sparrieshoop bestaunen, sondern sich auch unter fachkundigem Rat seine Lieblingssorte nach Hause holen. Zu musikalischen Klängen konnte das Glücksrad gedreht oder eine Runde mit der Pferdekutsche gefahren werden. Veranstalter Tim Hermann Cordes lädt zum Rosenkauf ein. Hauptsächlich ist es einfach ein Verkaufstag, ein bisschen mit Musik und ein bisschen Spaß und ein bisschen Entspannung für die Menschen. Also wir haben das ganze Jahr hier geöffnet und im Sommer haben wir unsere Containerfläche geöffnet, dass man Containerrosen im 5-Liter-Topf kaufen kann. Diese Rosen oder diese Öffnungszeiten für diese Rosen sind von montags bis freitags bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis um 14 Uhr. Wer nach dem Duft und der überwältigenden Farbenpracht nicht nur den Augen und der Nase, sondern auch dem Gaumen etwas Gutes tun wollte, konnte bei leckerem Kaffee und Kuchen an den schönen Plätzen des Geländes verweilen. In 1,4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde mit 97 Grad weltweit steilster Drop in vollkommener Dunkelheit. Novgorod. Willst du es wirklich wagen? Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Monika Weber präsentierte ihre Lieblingsplätze im Kreis Segeberg im Rahmen der Tagestourismuskampagne 99 Lieblingsplätze am Wasser der Metropolregion Hamburg. Der Kreis Segeberg hat viele lauschige Plätzchen am Wasser zu bieten. Zu den Geheimtipps zählen unter anderem der Stadtpark Norderstedt sowie das Ariba-Erlebnisbad. Rock'n'Roll und Petticoats. Das Vitana Seniorenzentrum am Marktplatz veranstaltete am 9. Juli das beliebte Sommerfest für die Bewohner. Stilecht wurde unter dem Motto Swinging 50s am Marktplatz mit entsprechender Musik, Getränken, Snacks und Dekoration gefeiert. Auch das Personal hatte sich für diesen Tag mit Petticoats und Tellerröcken in Schale geworfen. Stadtmagazin TV Termine. Erzählerin Svenja Krüger erweckt am 22. Juli in der Kaffeerösterei in Bad Segeberg Märchen und Geschichten zum Leben. Gartenpraxis im Park. Im Stadtpark Norderstedt geht es am 24. Juli um die nützlichen und schönen Kräuter. Am 26. Juli lädt die Gruppe Heiße Speichen aus Hennstedt-Ulzburg zur gemeinsamen Fahrradtour ein. Vom 18. bis 22. August findet in Quickborn das Fussi Camp 2014 statt. Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 12 Jahren können sich beim 1. FC Quickborn anmelden.
Nun folgen die Holstenhallen-Events. Zwei Pianisten, sechs Runden und das Publikum entscheidet, wer siegt. Andreas Kern und Paul Ziebes liefern sich am 6. August ein spannendes Piano-Battle. Challenge the left hand. He can show you the trick. Stop after the show. Stop trying to combine. Combine, I mean, it's for me this restaurant where you get pizza. Just about getting wild with the keyboard. Stop finger. Yeah. Yes! That's a clear result. Very clear. That's great. Thank you. That's great. Auf dem Außengelände der Holstenhallen findet am 10. August erneut ein Riesenflohmarkt statt. Broadway-Sensation in den Holstenhallen. Am 15. und 16. August wird der Oscar-prämierte Film West Side Story live vom Schleswig-Holstein-Orchester musikalisch unterstützt. Zweite Messe für Oldtimer und Youngtimer. Am 23. und 24. August finden die Klassikertage Schleswig-Holstein in den Holstenhallen statt. Und hier kommen die Schlagzeilen. Auto Wichert ist Gruppensieger im Norden beim Audi Business Cup. Bernd Glate, Geschäftsführer von Auto Wichert, freut sich über die Teamleistung und den Audi Award. Spende für die Sternenbrücke. In 38 Dosen sammelte Gaumenschmaus insgesamt 2.638 Euro für den guten Zweck. In Hennstedt-Ulzburg wurde ein 27-Jähriger festgenommen, nachdem er grundlos einen Kunden auf dem Parkplatz eines Baumarktes bepöbelte und eine Delle in dessen Auto hinterließ. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde präsentiert von LZ Automobile, Ihr kompetentes Autohaus in Schleswig-Holstein.